Jo Leute und willkommen zu dieser Bonus-Episode zu Beyond Two Souls. Das Let's Play ist 20 beendet und wir haben auch ein recht gutes Ending bekommen, wie ich finde. Aber es gibt natürlich auch noch zahlreiche andere Szenarien und wie ich schon in der letzten Folge angekündigt habe, möchte ich euch diese heute zeigen und sie auch kommentieren. Ich dachte erstmal, ich mache wieder so ein Live-Reaction-Video draus. Allerdings funktioniert das irgendwie bei diesen Endings nicht so richtig, weil sich meistens nur wenige Szenen ändern. Stellt euch also auf jeden Fall auch schon mal drauf ein, dass ihr häufig Szenen mehrfach sehen werdet. Also immer wenn ihr das Gefühl habt, hey, das kenne ich schon, dann skippt einfach ein paar Sekunden vor. Dann, das ist gar kein Problem. Dann könnt ihr euch nur auf das Relevante konzentrieren. Weil manchmal ist es wirklich so, dass sich nur wenige Sekunden innerhalb eines Endings ändern. Aber das werdet ihr dann schon alles sehen. Ich habe mich deswegen eben auch gegen Live-Reaktionen entschieden. Aber ich werde jedes einzelne Ending im Nachhinein mal kommentieren und meinen Senf dazu geben. Ich denke, es ist auch ganz interessant. Es gibt auch nicht so viel, worauf man dann live reacten könnte, eben weil sich so vieles immer wiederholt. Und bevor ich da so Upright-mäßig einfach nur zu sehen bin, ohne irgendwas Relevantes zu machen, habe ich mich eben dagegen entschieden, weil Reaction-Videos sind meiner Meinung nach immer nur dann gut, wenn du halt auch wirklich auf alles reagieren kannst und das wäre hier nicht der Fall. Und ja, damit da ein bisschen Qualität auch geboten ist, ne, gibt's das jetzt immer im Nachhinein ein bisschen kommentiert. Hoffe, ihr findet das trotzdem interessant. Gibt ja viel zu sehen hier. Das Video wird wahrscheinlich auch relativ lang und aus diesem Grund möchte ich auch gar nicht weiter um den heißen Brei rumreden und wünsche euch daher viel Spaß mit allen Endings zu Beyond Two Souls. Wobei, eine Sache muss ich noch anmerken. Natürlich keine Gewähr darauf, dass das wirklich alle Endings sind, aber ich habe halt lange recherchiert und bin auf diese hier gekommen. Es kann sein, dass sich einzelne Szenen anders anordnen und es dann nochmal ein weiteres Ending gibt, aber grundsätzlich sollten alle Szenen, die hier vorkommen, irgendwas mit dem Ending zu tun haben. Und ja, lassen wir es dabei und starten mit dem ersten Ending. Diese Szene, die ihr gleich sehen werdet, die tritt ein, wenn man beim Finale Beta-Sonne verkackt, sprich alle Quicktimes nicht hinbekommt oder einfach eine bestimmte Anzahl halt nicht hinkriegt und dann das Finale beendet wird, weil man zu schlecht war. Ja, und wie das dann aussieht, das seht ihr hier. Nichts. Es ist nichts übrig. Nichts mehr außer Tod, Chaos und Zerstörung. Die Infrawelt hat unsere Welt überrannt und alles in ihren Schleier eingehüllt. Millionen von Fragmenten von Seelen wandern ganz ziellos. Die Welt, die ich mal kannte, ist für immer verschwunden. Aber in meinem Kopf vermischen sich immer noch die Eindrücke aus meinem Leben. Ich versuche, jede Sekunde festzuhalten, was ich getan habe, wo ich versagt habe, wodurch ich hätte verhindern können, was passiert ist. Schon seit meinem Tod lasse ich mich einfach wegtragen von dieser kalten Welle. Ich sehne mich nach Dunkelheit und Vergessen. Ich bin allein mit meiner Schuld und meiner Reue. Allein für die Ewigkeit. Ja, also das hört sich wirklich nicht sehr gut an. Ich glaube, das ist auch das schlechtmöglichste Ending. Also ich habe es mir selber auch noch nicht alle angeguckt. Kennen somit auch noch nicht alle Einzelheiten, aber das zu unterbieten wird schon schwierig. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Ending nicht bekommen habe, weil ansonsten hättet ihr mich wahrscheinlich in der Luft zerrissen. Ja, und ich muss auch echt sagen, Jodie tut mir hier mega leid, weil sie gibt sich natürlich die ganze Schuld dafür. Ja, sie hat versagt in dem Sinne, sie ist jetzt im ewigen Zwiespalt mit sich selbst, in der Hölle sozusagen. Und sie muss mit ansehen, wie die gesamte Welt untergegangen ist. Und sie hätte es verhindern können, aber sie hat es leider nicht geschafft.
Das ist schon echt brutal. Ja, an sich denkt man, wenn die Lebenden und die Welt der Toten, wenn sich das so ein bisschen vereint, dann ist das eine gute Sache. Aber hier sehen wir, dass das nicht der Fall ist, da eben nicht nur Seelen wieder in die Welt zurückkehren, sondern auch bösartige Existenzen und die zerstören alles und jeden. Ja, okay. Am besten schnell abhaken und zum nächsten Szenario übergehen. Das haben wir auch im Let's Play gesehen. Da geht's um Aiden. Ja, wenn man Beta Sonne das Finale schafft, also zumindest die Quicktimes hinkriegt, dann trifft man ja Aiden und stellt fest, dass er der Zwillingsbruder von Jody ist, der allerdings damals bei der Geburt gestorben ist. Allerdings war die Liebe, die Geschwisterliebe zwischen den beiden so heftig, dass er quasi noch vom Reich der Toten aus mit ihr verbunden war und sie durch ihr gesamtes Leben begleitet hat. Mal war er hilfreich, mal nicht, aber das werdet ihr ja auch gleich alles nochmal von Jody selbst hören. Wir kennen die Szene zwar schon mal, also haben sie schon mal gesehen, aber trotzdem, ich finde, das gehört auch noch dazu und das gucken wir uns noch mal ganz kurz an. Gib mir mein Kind zurück. Ganz ruhig, Nora. Ich will sie sehen. Meine Tochter. Meinen Jungen. Verdammt noch mal, was ist denn hier los? Der Zwilling, er wurde leider von der Nabelschnur erdrosselt. Wir konnten nichts mein für ihn Sohn. tun. Ich will meinen Sohn sehen. Zwilling. Mein Bruder. Aiden. Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich habe dich geliebt und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Witzig fand ich bei der Sache ja auch, dass ich das quasi in der ersten Folge gecallt habe. Ich habe extra nochmal reingeguckt. In der ersten Folge war das, wo ich so meinte, hey, das ist ja der Zwillingsbruder von ihr. Das ist schon ziemlich witzig. Eigentlich sollte man das ja erst am Ende rausfinden, aber ich weiß nicht, irgendwie war das für mich von Anfang an mehr oder weniger klar. Also während des Let's Plays habe ich dann nicht mehr dran gedacht, aber so den ersten Gedanken, den ich halt bei Aiden hatte, ist, hey, das könnte ihr toter Bruder sein oder irgendwie sowas. Sehr, sehr crazy. Also wenn es mit YouTube irgendwann nicht mehr klappt, dann werde ich halt Hellseher. Ne? Das funktioniert dann wahrscheinlich auch ganz gut. Okay, übrigens, die Szene, die wir gerade gesehen haben, war auch eine gute Überleitung zu den Szenen, die jetzt gleich folgen werden. Denn ab dieser Stelle hat man ja die Möglichkeit, sich entweder für das Leben oder für das Jenseits zu entscheiden. Und die Szene, die wir jetzt sehen werden, die tritt ein, wenn alle überlebt haben, und mit alle meine ich Walter und Jimmy aus dem Kapitel Obdachlos, die können da ja sterben, Paul aus Navajo, Nora aus Nora Gray, also auch die Mutter darf nicht erlöst werden, WTF. Dachte eigentlich, das wäre die Optimallösung, aber nö,
nicht unbedingt anscheinend. Wobei wir wissen, ich weiß auch noch nicht, was jetzt da gleich zu sehen sein wird. Cole und Ryan müssen im Finale überleben. Dann jedoch muss sich Jody für das Jenseits entscheiden und nicht mehr ins Leben zurückkehren. Ja, und wie das aussieht, das sehen wir jetzt. Zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Leben ihn, fühlen, mich verlieben. Ich liebe dich, Jody. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Es gibt eine Welt hier. Ein ganzes Universum aus Wäldern und Seen und Bergen und Flüssen. Sie umgibt uns. Wenn man ganz genau hinhört, hört man sie flüstern. Weder Himmel noch Hölle. Da ist kein Gott oder Teufel. Nur ein Ort, an dem wir weiterhin existieren nach unserem Tod. Meine Seele erforscht ihn unentwegt und doch kenne ich erst einen Bruchteil davon. Ich kann überall und nirgends sein. Ich kann mich auflösen in nichts und plötzlich wieder ganz werden. Ich verbinde meine Seele mit anderen. Oder bin so allein, wie kein menschliches Wesen es je war. All das ist möglich. Allein durch die Kraft meines Willens. Ich schaue auch weiterhin in eure Welt. Ich wache über die, die ich liebe. Ich wünsche mir, dass sie von mir wissen, dass es mir gut geht. Sie wieder in den Armen zu halten, nur einmal noch.
Ihnen zu sagen, wie sehr ich Sie vermisse. Aber es muss reichen, dass ich in Ihrer Nähe bin. Unsichtbar. Verborgen. Nicht mehr als ein Gedanke, der verblasst. Ich weiß, was mal war und was kommen wird. Ich kenne alle Möglichkeiten. Ich sehe die Dunkelheit kommen. Ich muss noch eine Weile hier sein. Ich erfülle meine Aufgabe. Bevor ich gehen kann und sehe, wie es da ist. Im Jenseits. Stundenlang einfach ins Nichts. Sehe die Bilder, die vorbeiziehen. Sie kommen immer und immer wieder. Wie ein Fernseher, der andauernd läuft. Ich weiß nicht, warum ich sie sehe. Aber eins weiß ich genau. Es ist wirklich passiert. Wenn ich allein bin, höre ich auf die Stimme in meinem Kopf. Sie spricht zu mir. Sie sagt, ich muss so viele Dinge wissen. Manchmal schließe ich die Augen und es ist, als ob ich fliege. Ich gehe durch Wände hindurch. Ich sehe schöne Farben um Menschen herum und ich entdecke weit entfernte Länder, ohne je aus dem Zimmer zu gehen. Die Stimme sagt, ich darf nichts verraten. Aber ich habe Angst. Besonders nachts, so ganz allein mit den Schatten. Ich höre Sachen, die sich umherbewegen. Seltsame Töne. Flüstern in der Dunkelheit. Die Stimme sagt, es ist nichts. Und dass alles in Ordnung ist. Aber sie verrät nicht, was es wirklich ist. Und ich habe Angst zu fragen. Ich habe oft denselben Traum. Es scheint mir so real. Geräusche, Gerüche, das Licht. Tief drin weiß ich, es ist nicht nur ein Traum. Es ist wie ein Echo. Ein Echo der Dinge, die kommen. Ich muss bereit sein. Ich weiß, die Zeit wird knapp. Nur eine Sache ist absolut sicher. Ich werde nie mehr allein sein. Okay, mega krass, Alter. Also das war ein sehr umfangreiches Ending. Schön fand ich, wie Jodie auch vom Jenseits aus die Möglichkeit bekommt, halt auf ihre Liebenden zu wachen. Ja, also sie ist noch da, sie will denen auch zeigen, dass sie noch da ist.
Bisschen berührt hat mich auch Ryan, der halt wirklich ernsthaft um sie getrauert hat. Also sowohl in dem Moment, als er realisiert hat, hey, sie ist tot, sie im Arm hielt, als auch daheim dann, völlig verzweifelt. Also man sieht dadurch halt schon, dass er nicht der falsche Partner ist, sage ich jetzt mal. Ich finde es zwar trotzdem doof vom Spiel, dass man den ständig aufgezwängt bekommt, aber er scheint Jodie ja wirklich zu lieben, von daher okay. Aber das Unerwartetste und Krasseste ist irgendwie das, was als Letztes kam, dieses Mädchen, das war doch Zoe, ne, die Tochter von Tuesday. Sie hat anscheinend auch einen Eiden, sag ich jetzt mal, also auch irgendeine Existenz, die mit ihr wacht. Oder sie hat, ich weiß auch nicht genau, vielleicht hat sie auch irgendwelche Fähigkeiten ohne Eiden, also einen Eiden-Double, ihr wisst schon, ne? Natürlich nicht der gleiche. Aber sie bekommt dann wohl die Bestimmung, die Welt zu retten, wenn das nochmal eintritt mit diesem Portal. Dann war das Mädchen, was wir im Abspann gesehen haben, wahrscheinlich Zoe. Und das bedeutet auch, es gibt ein Szenario, wo sie an der Seite von Jodie kämpft. Aber in diesem Fall ist Jodie ja tot. Und deswegen macht sich die Kleine alleine auf den Weg. Eventuell ist es auch Jodie, die sie begleitet im Geiste. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Vielleicht soll man das auch nicht verstehen, aber sehr interessantes Ending und man kann das in der Tat deuten als Vorschau auf einen zweiten Teil oder so, aber ich weiß es eigentlich nicht. Angekündigt ist jedenfalls nichts. Finde ich halt schon krass, dass es halt nie enden wird, ne? Es muss immer irgendjemanden geben, der versucht, die Menschheit aufzuhalten, weil sie immer wieder den gleichen Fehler baut, immer wieder ein neues Portal erschafft und ach, meine Fresse, wie kann man so blöd sein? Auch wenn es Jodie nicht mehr gibt, die gute Zoe, die ist dann zur Stelle. Okay, gut. So, dann nächstes Ending. Das sieht folgendermaßen aus. Auch hier überleben alle und Jodie entscheidet sich für das Leben und dann anschließend für alleine weiterleben. Es war offensichtlich. Tief im Herzen, da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum, um zu hören, was ich fühle. Ich sagte Ryan, dass wir keine gemeinsame Zukunft haben. Wir haben zusammen zu viele schwierige Zeiten erlebt. Dinge, die ich vergessen will. Er sagte, er versteht es. Dass er wartet, solange es nötig ist. Ich weiß, ich hatte Gefühle für ihn, aber sie waren nicht stark genug. Wie sollte ich ein normales Leben führen, nach allem, was passiert war? Gott, wer will denn dieses normale Leben überhaupt? Ein Partner, ein Job und die Stunden zählen bis zum nächsten freien Tag. Ich wollte das so lange, aber am Ende wurde mir klar, dass dieses Leben nichts für mich war. Also ging ich fort. Ich habe viele Klüfte zur anderen Seite gesehen. Hunderte davon, überall im ganzen Land. Gebäude, in denen verrückte Dinge passieren. Hotelzimmer, in denen niemand ein zweites Mal schlafen will. Existenzen sind ständig um uns herum. Sie sind in unseren Häusern, schlafen in unseren Betten. Sie folgen uns jede Sekunde an jeden Tag. Ich weiß, sie lauern in den Schatten. Thank you.
beiden. Gott, du hast mir so gefehlt. Ich sehe Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber ich weiß, das ist gelogen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein, es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich wusste, dass allein kein gutes Ending ist. Ja, wie ich schon in der finalen Folge gesagt habe, der Mensch ist eigentlich nicht dazu geschaffen, allein zu leben. Da wirst du nicht glücklich. Und wir haben es ja in diesem Ending auch eindrucksvoll gesehen. Jodie wusste überhaupt nicht, wohin, was tun, wie will sie ihr Leben weiterleben. Hat keinen Sinn irgendwie gesehen. Ihr war langweilig. Ja, sie hat zwar trotzdem noch rausgefunden, dass Aiden da ist. Interessant, dass man das trotzdem noch gesagt bekommt. Wahrscheinlich dann bei jeder Version des Endings, aber halt so nebenbei, so beiläufig irgendwie, während sie irgendeine Sportsendung geguckt hat. Aber ein bisschen finde ich das Ende auch unlogisch, weil ich meine, wenn sie weiß, dass sie Gefühle für Ryan hat, warum probiert sie es dann nicht einfach? Also spätestens nachdem sie ja irgendwie nicht glücklich wurde, muss sie sich doch da auch gedacht haben, ja, hey, das war irgendwie dumm, lass mal die Entscheidung revidieren, wenn möglich. Weil er hat ja sogar gesagt, er wird warten, Props an ihn übrigens. Ja, also das Ending ist scheiße. Zum Glück haben wir es nicht genommen, aber war auch irgendwie klar. Also da wurde man nochmal ein bisschen auf die Prüfe, auf die Prüfung gelegt. Sollte man nicht nehmen. Empfiehlt sich nicht. Gut. Aber auch hier wieder, ne, Jodie wird irgendwann wohl wieder antreten müssen. Oder zumindest hat sie den Albtraum, dass sie wieder kämpfen muss. Gegen die bösen Existenzen. Nun gut, viertes Szenario. Hier überleben ebenfalls alle. Man entscheidet sich für das Leben und für Zoe. Das wird sehr interessant. Wie verläuft Jodies Leben, wenn sie zu den Obdachlosen zurückkehrt? Da war ich ja der Meinung, das ist eins der Endings, neben dem mit Ryan, was wahrscheinlich sehr positiv verlaufen würde. Ich bin mal gespannt, ob es positiv wäre, als das Ryan-Ending ist oder nicht. Gucken wir mal. Es war offensichtlich. Tief im Herzen, da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum, um zu hören, was ich fühle. Ich sagte Ryan, dass wir keine gemeinsame Zukunft haben. Wir haben zusammen zu viele schwierige Zeiten erlebt. Dinge, die ich vergessen will. Er sagte, er versteht es. Dass er wartet, solange es nötig ist. Ich weiß, ich hatte Gefühle für ihn, aber sie waren nicht stark genug. Sie halfen mir, als ich allein war. Als ich an nichts als ans Sterben dachte. Sie teilten das Wenige, das sie hatten, ohne mich zu kennen oder zu urteilen. In meinem Herzen wusste ich, dass mein Platz dort ist. Oh mein Gott. Bei ihnen. Stan hat kleinere Jobs hier und da. Kommt mal her! Jimmy geht wieder zur Schule. Er ist jetzt clean. Oh mein Gott. Tuesday arbeitet in einer Bar und Walter kümmert sich um die kleine Zoe. Sie sind keine Millionäre, aber sie packen es. Oh Gott, das ist ein Wunder.
Sie wissen nicht, was mir passiert ist. Und sie fragen nicht. Sie lieben mich so, wie ich bin. Einfach eine verrückte Kleine, die mit Geistern spricht. Zoe nahm mich an, als würden wir uns schon immer kennen. Da ist etwas in ihren traurigen Augen und sie erinnern mich an das kleine Mädchen, das ich mal war. Ich wusste, dass sie anders ist von dem Moment an, als ich sie sah. Wir haben nicht darüber gesprochen, aber wir beide wissen, dass wir etwas gemeinsam haben. Ich sehe Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber ich weiß, das ist gelogen. Nur eine kann die Welt retten, ein kleines Mädchen. Ich muss sie vorbereiten. Ich weiß, ich habe nicht viel Zeit. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein, es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Auch wieder sehr interessant. Aber ich muss jetzt als erstes mal sagen, ich finde es so schön, dass wirklich alle der Obdachlosen wieder ins Leben gefunden haben. Alle haben sie Jobs. Tuesday kommt mit dem Kind zurecht. Alle unterstützen sich immer noch. Wirklich, wirklich schön. Und irgendwie fühlt es sich auch richtig an, dahin zu gehen. Das Ending ist nicht ganz so perfekt wie das mit Ryan. Also, ne, man bekommt ihn halt schon echt irgendwie aufgezwungen. Das Interessanteste aus dieser Sache ist, dass obwohl Jodie lebt, Zoe trotzdem anders ist, wie sie es nennt. Ja, also vielleicht hat sie auch eine Verbindung ins Jenseits zu irgendeiner Person. Man weiß es nicht, aber schaut so aus, als würden sich die beiden zusammentun und dann gegen die drohende Apokalypse kämpfen. Aber bis dahin ist ja noch viel Zeit und ein schönes Leben steht allen bevor. Also mir gefällt das auch, auf jeden Fall. Es ist nicht die falsche Entscheidung, zu Zoe zu gehen. Aber ja, der gute Ryan, der scheint dann wohl das Optimum zu sein. Aber gut, wir haben ja noch nicht das Szenario mit Jay gesehen. Auch für den konnte man sich entscheiden. Und das konnte ich überhaupt nicht einordnen, weil für mich war dann nie eine große Beziehung, vom Spiel aus anscheinend schon. Ja, dann mal gucken, wie würde denn Jodies Leben verlaufen, wenn sie zu den Navajo gehen würde? Dagegen habe ich an sich nichts, aber die Beziehung zu Jay, na, die habe ich einfach nicht gesehen. Gucken wir mal, wie läuft's denn, wenn dies doch eintritt? Es war offensichtlich. Tief im Herzen, da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum, um zu hören, was ich fühle. Ich sagte Ryan, dass wir keine gemeinsame Zukunft haben. Wir haben zusammen zu viele schwierige Zeiten erlebt. Dinge, die ich vergessen will. Er sagte, er versteht es. Dass er wartet, solange es nötig ist. Ich weiß, ich hatte Gefühle für ihn, aber sie waren nicht stark genug.
Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber ich weiß, das ist gelogen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein, es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ja, ich weiß nicht. Wirkt alles ein bisschen künstlich und erzwungen. Wie gesagt, aus meiner Sicht passen die jetzt nicht zusammen. Haben zwar geknattert und so, aber ja, strange. Aber habt ihr gesehen, wie der kleine Bruder reagiert hat? Er war nicht so wirklich erfreut, weil er halt selber auf Jodie steht. Also für den würde ich mich halt schon eher entscheiden, aber ja, die Option gibt's leider nicht. Paul war da im Hintergrund noch am Leben, gibt mit Sicherheit noch eine Version, in der er tot ist, da steht er halt dann nicht da, aber an sich kann man trotzdem zu Jay zurückkehren. Auch mega interessant ist die Tatsache, dass man hier erfährt, dass Aiden noch lebt, aber, das habe ich vorhin vergessen, im Ending von Zoe nicht, what the fuck? Bei jedem Ending, selbst bei dem schlechten, also bei Allein, erfährt man, dass es Aiden noch gibt, aber bei Zoe nicht. Vielleicht, weil Aiden dann Zoe begleitet? Ist es vielleicht doch Aiden? Und er hat keinen Zugriff mehr auf Jodie, also keinen direkten? Ich habe keine Ahnung. Das ist unbegreiflich für mich. Ich check das nicht ganz. Oder haben die Entwickler hier jetzt einfach vergessen, das mit Aiden noch einzufügen bei Zoe? Na, keine Ahnung. Aber dieser letzten Apokalypsen-Szene kann man anscheinend nicht entflüchten. Schade. Ja gut, dann nur zur Vollständigkeit halber schauen wir uns jetzt auch nochmal das Ending mit Ryan an. Das hatten wir ja auch im Let's Play. Ist natürlich Hollywood-mäßig, Happy Ending und bla bla blub. Bisschen unrealistisch auch, aber auf jeden Fall, wie es aussieht, ja, bis jetzt, das schönste Ending für Jodie. Es war offensichtlich. Tief im Herzen, da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum, um zu hören, was ich fühle. Ich brauchte eine Weile, um zu erkennen, was Ryan mir bedeutet. Ich war so lange traurig und allein, Ich wusste nicht mehr, wie es ist, jemanden zu lieben. Wir verreisten so weit weg, wie wir konnten. Ich musste lernen, wieder zu lieben. Jemandem mein Vertrauen zu schenken, nicht mehr zu streiten und wegzulaufen. Also, ich musste lernen zu leben. Ryan und ich haben nie wieder darüber geredet. Als wäre das alles nie passiert. Als würde die andere Seite nicht da sein. Als könnte sie nie zurückkommen in unser Leben.
sehe Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber ich weiß, das ist gelogen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein, es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. So, und nachdem es gerade so schön war, müssen wir jetzt natürlich die Stimmung zerstören. Wir gucken uns jetzt nämlich ein Ending an, das eintritt, wenn alle sterben, wirklich alle. Und damit meine ich auch Jody, denn sie entscheidet sich dann fürs Jenseits. Ja, wie verläuft das Ganze denn, wenn wirklich keiner mehr in der Welt der Lebenden ist? Zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Leben, fühlen, mich verlieben, alt werden. So viele Dinge, die ich noch tun will. Es gibt eine Welt hier. Ein ganzes Universum aus Wäldern und Seen und Bergen und Flüssen. Sie umgibt uns. Wenn man ganz genau hinhört, hört man sie flüstern. Weder Himmel noch Hölle. Da ist kein Gott oder Teufel. Nur ein Ort, an dem wir weiterhin existieren nach unserem Tod. Meine Seele erforscht ihn unentwegt und doch kenne ich erst einen Bruchteil davon. Ich kann überall und nirgends sein. Ich kann mich auflösen in nichts und plötzlich wieder ganz werden. Ich verbinde meine Seele mit anderen. Oder bin so allein, wie kein menschliches Wesen es je war. All das ist möglich. Allein durch die Kraft meines Willens.
Ich schaue auch weiterhin in eure Welt. Ich wache über die, die ich liebe. Ich wünsche mir, dass sie von mir wissen. Dass es mir gut geht. Sie wieder in den Armen zu halten, nur einmal noch. Ihnen zu sagen, wie sehr ich sie vermisse. Aber es muss reichen, dass ich in ihrer Nähe bin. Unsichtbar. Verborgen. Nicht mehr als ein Gedanke, der verblasst. Ich weiß, was mal war und was kommen wird. Ich kenne alle Möglichkeiten. Ich sehe die Dunkelheit kommen. Ich muss noch eine Weile hier sein. Ich erfülle meine Aufgabe. Bevor ich gehen kann und sehe, wie es da ist. Im Jenseits. Manchmal starre ich stundenlang einfach ins Nichts. Sehe die Bilder, die vorbeiziehen. Sie kommen immer und immer wieder. Wie ein Fernseher, der andauernd läuft. Ich weiß nicht, warum ich sie sehe. Aber eins weiß ich genau. Es ist wirklich passiert. Wenn ich allein bin, höre ich auf die Stimme in meinem Kopf. Sie spricht zu mir. Sie sagt, ich muss so viele Dinge wissen. Manchmal schließe ich die Augen und es ist, als ob ich fliege. Ich gehe durch Wände hindurch. Ich sehe schöne Farben um Menschen herum und ich entdecke weit entfernte Länder, ohne je aus dem Zimmer zu gehen. Die Stimme sagt, ich darf nichts verraten. Aber ich habe Angst. Besonders nachts, so ganz allein mit den Schatten. Ich höre Sachen, die sich umherbewegen. Seltsame Töne, Flüstern in der Dunkelheit. Die Stimme sagt, es ist nichts und dass alles in Ordnung ist. Aber sie verrät nicht, was es wirklich ist. Und ich habe Angst zu fragen. Ich habe oft denselben Traum. Es scheint mir so real. Geräusche, Gerüche, das Licht. Tief drin weiß ich, es ist nicht nur ein Traum. Es ist wie ein Echo. Ein Echo der Dinge, die kommen. Ich muss bereit sein. Ich weiß, die Zeit wird knapp. Nur eine Sache ist absolut sicher. Ich werde nie mehr allein sein. Ja gut, also alle sind natürlich nicht tot, wie man gesehen hat. Tuesday und Zoe leben natürlich noch, aber die haben ja mit dem Ganzen auch nichts zu tun. Also die können ja nicht sterben, von daher. Es musste halt noch einen Anreiz geben, dass man sich in dieser Situation doch noch fürs Leben entscheidet. Aber ja, wenn man dann doch ins Jenseits geht, weil halt alle bis auf die zwei dort sind, dann sieht man das hier und... Boah, wie soll ich sagen, die Szene, wo sich die beiden umarmt haben, also jetzt Ryan und Jody, die war schon irgendwie schön, also ihre leblosen Körper natürlich am Boden, aber ihre Seelen haben sich umarmt und sich halt gefreut, ja, wir haben uns noch und wir haben die Welt gerettet, war schon irgendwie schön, aber nichtsdestotrotz gehen sie ins Reich der Toten und es läuft dann alles wieder auf Zoe hinaus, die dann quasi den Job von Jody übernimmt. Ja gut. Achso, ja klar, und sie wacht noch über die Liebenden. Fand's witzig, dass währenddessen Jay eingeblendet wurde, weil eigentlich ist sie ja dann, naja, in Ryan verknallt. Habe ich zumindest den Eindruck. Oder vielleicht haben die sich auch nur freundschaftlich umarmt. Das ist jetzt Interpretationsspielraum. Ja. Ist nicht unbedingt schlechtes Ending, aber ich würde es nicht wählen. Oder? Würdet ihr es wählen? Nee, oder?
Komm, schreib's mal in die Kommentare. Okay, next one. Auch hier sterben alle, aber man entscheidet sich jetzt eben fürs Leben. Geht aber nicht zu Zoe, sondern lebt allein weiter. Ja, auch das ist möglich. Was passiert denn dann? Seitdem die Betasonne zerstört wurde, bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt. Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Das ist wie in einer Endlosschleife. Sie läuft immer und immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken, ganz ohne Ordnung. Also schreibe ich Tag und Nacht seit Wochen. Versuche, mein ganzes Leben zu Papier zu bringen. Wenn ich alles vergesse, sind diese Blätter hier meine Erinnerung. 3 Monate nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Man forscht noch immer nach der Ursache für den Unfall mit insgesamt 283 Opfern auf einer Pentagon-Militärbasis. Regierungsvertreter bestätigen, dass alle Behörden hierbei Hand in Hand mit den Ermittlern arbeiten zur Aufklärung dieser erschütternden Tragödie. Im Moment lässt mich die CIA in Frieden. Ich vermute, sie machen sich gerade mehr Gedanken um meinen neuen Kondensator als um mich. Ich weiß, sie werden immer weiter experimentieren. Jetzt, wo sie die andere Seite kennen. Ehrlich gesagt, ist mir völlig egal. Jetzt baue ich mein Leben auf. Mein Leben ohne Aiden. Schon solange ich am Leben bin, wollte ich immer ein Leben ohne ihn. In Freiheit, ohne dass er ständig da ist an meiner Seite.
Ich hab, was ich wollte. Und ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Schon fast, als hätte man etwas von mir amputiert. Ich weine andauernd. Ich weiß, das ist dämlich. Shit. Ich vermisse ihn furchtbar. Aiden ist nicht der Einzige, der mir fehlt. Jetzt, wo Ryan tot ist, weiß ich erst, was er mir bedeutet hat. Ich verstehe jetzt, wie Nathan sich gefühlt hat. Nichts tut so weh, wie zu wissen, dass man jemanden nie wieder im Arm halten kann. Diese Ohnmacht. Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. Es war so offensichtlich. Tief im Herzen habe ich es gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum, um zu hören, was ich fühle. Wie sollte ich ein normales Leben führen, nach allem, was passiert war? Gott, wer will denn dieses normale Leben überhaupt? Ein Partner, ein Job und die Stunden zählen bis zum nächsten freien Tag? Ich wollte das so lange, aber am Ende wurde mir klar, dass dieses Leben nichts für mich war. Also ging ich fort. Ich habe viele Klüfte zur anderen Seite gesehen. Hunderte davon, überall im ganzen Land. Gebäude, in denen verrückte Dinge passieren. Hotelzimmer, in denen niemand ein zweites Mal schlafen will. Existenzen sind ständig um uns herum. Sie sind in unseren Häusern, schlafen in unseren Betten. Sie folgen uns jede Sekunde an jedem Tag. Ich weiß, sie lauern in den Schatten. Gott, du hast mir so gefehlt. Ich sehe Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber ich weiß, das ist gelogen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein, es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird.
Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Okay, also die Entscheidung bei Allein bleibt dieselbe. Wir sehen dieselben Szenen, aber unmittelbar davor ist natürlich alles anders. Jodie sitzt nicht bei diesem Haus am Fluss, sondern am Grab der Liebenden. Und was sie da gesagt hat, hat schon irgendwie berührt, ne? Nichts tut so weh, als zu wissen, dass man einen geliebten Menschen nicht mehr in den Arm nehmen kann. Puh. Ja gut, zum Glück haben wir alle gerettet, ne? Aber gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, alle sterben. Man entscheidet sich fürs Leben und geht dann zu Jay. Es war so offensichtlich. Tief im Herzen habe ich es gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum, um zu hören, was ich fühle. Ich sehe Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber ich weiß, das ist gelogen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ja gut, hier ist es dann auch dasselbe geblieben. Also man sieht halt vorher diese Szenen mit den Gräbern und dann, wo Jodie in sich geht und überlegt, hey, wo soll ich jetzt hingehen? Also auch wenn alle sterben, man kann Jodies Leben trotzdem noch in eine gute Richtung lenken, wenn man denn dann zu Jay geht. Und die letzte Option war, zu Zoe zu gehen. Also alle sind tot, man entscheidet sich fürs Leben und geht dann am Grabe, während man trauert, weiter zu Zoe und Tuesday. Das war so offensichtlich. Tief im Herzen habe ich es gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum, um zu hören, was ich fühle.
Sie halfen mir, als ich allein war. Als ich an nichts anderes als sterben dachte. Sie teilten das Wenige, das sie hatten, ohne mich zu kennen oder zu urteilen. In meinem Herzen wusste ich, dass mein Platz dort ist. Bei ihnen. Stan hat hier und da kleinere Jobs. Tuesday kümmert sich um die kleine Zoe. Sie sind keine Millionäre, aber sie packen es. Sie wissen nicht, was mir passiert ist. Und sie fragen nicht. Lass mich dich ansehen. Sie lieben mich so, wie ich bin. Einfach eine verrückte Kleine, die mit Geistern spricht. Zoe nahm mich an, als würden wir uns schon immer kennen. Da ist etwas in ihren traurigen Augen und sie erinnern mich an das kleine Mädchen, das ich mal war. Ich wusste, dass sie anders ist von dem Moment an, als ich sie sah. Wir haben nicht darüber gesprochen, aber wir beide wissen, dass wir etwas gemeinsam haben. Ich sehe Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber ich weiß, das ist gelogen. Nur eine kann die Welt retten, ein kleines Mädchen. Ich muss sie vorbereiten. Ich weiß, ich habe nicht viel Zeit. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein. Es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Und das waren sie dann, alle Endings von Beyond Two Souls. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Welches Ending war euer Favorit? Ich persönlich behaupte jetzt mal, wir haben tatsächlich das perfekte Ending bekommen. Krass, obwohl nicht jeder überlebt hat. Find's ein bisschen schade, dass man ja diese letzte Szene nicht verhindern kann, weil es wäre halt doch irgendwie cool gewesen, wenn man alle rettet, also alle überleben und man macht dann auch beim Finale alles richtig, dass dann diese Apokalypsen-Szene einfach entfällt, ja. Aber diese Möglichkeit scheint es dann nicht zu geben. Macht halt die Tode, die wir gehabt haben, ein bisschen irrelevant. Das stört mich ein bisschen. Aber ja gut. Wir können uns auf jeden Fall mit unserem Ending nicht beschweren. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Projekt. Ciao.